Denn hier ist kein Schloss vor. Ah, hier sind sie auch drin. Fing an zu klopfen. Das ist nicht das richtige Klopfen. Geh weg! Ich bin's, Crane. Lass ihn rein, Fatin. Er ist es. Dort ist recht. Er kann nicht bis drei zählen. Ganz schüchtern. Hätte ich mal erschossen, ey. Auf jeden Fall sehen sie ein bisschen anders aus als im Hauptteil. Was zum Henker macht ihr hier? Ein geheimes Projekt. Sprich nicht darüber, Fatin. Leute wie er wiederholen alles, was sie hören. Aber er könnte noch nützlich sein. Dann sagen wir es dann, wenn wir ihn gebrauchen können. Vielleicht sollten wir ihn hier bleiben lassen. Unsere Nähe könnte sein IQ erhöhen. Sehr großzügig, aber ich glaube, ihr hattet mir was versprochen. Du unterschätzt uns, Crane. Wir haben es vor ein paar Minuten remote konfiguriert. Dieses Gerät reagiert auf alles, was ein Chip hat. Und wenn was ein Chip hat... Dann ist es für gewöhnlich auch wertvoll. Mit Ausnahme des Nachbarhundes natürlich. Jetzt lass uns an die Arbeit gehen, Tolga. Es wird Zeit für das Projekt. Wir melden uns, Crane. Pass auf dich auf. Ja, danke. Schön, dass ich euch helfen konnte. Und jetzt steht er immer nur so blöd da und grinst. Was ich nochmal sagen wollte, das ist mir auch mit der letzten Aufnahmesession aufgefallen, die sehen halt anders aus. Die sind nicht komplett anders, aber so die Gesichter sind ein bisschen anders. Die haben auch jetzt, glaube ich, mehr Haare. Vorher hatten sie so, ja, mehr oder weniger Glatzen. Oh, wir können so ein Fahrzeug zurückrufen, das machen wir auch mal. Dann hatte ich ja noch gesagt, die Kinder sehen auch ein bisschen anders aus. Im Hauptspiel gab es zum Beispiel keine Mädchen, sondern nur Jungen. Und die Jungen sahen meines Erachtens, zumindest die ich gesehen hatte, eigentlich alle gleich aus. Zumindest bin ich der Meinung. Das haben sie jetzt in der Erweiterung halt gut gemacht, dass sie halt das erweitert haben. So, können wir hier... Ich komme also hier hinter nicht durch. Doch, ich komme durch. Aber hier ist leider nichts, was ich benutzen kann. Na gut, jetzt muss ich nur wieder hier durch. Oder hinter ihm rum. Okay, bisschen buggy. Aber was soll's. Ist das Auto jetzt unten? Höchstwahrscheinlich. Also wir sind im gesicherten Bereich, also kann ich jetzt meinen Haken nicht benutzen. Moment, sehe ich das richtig? Habe ich jetzt zwei Autos auf der Karte? Ich habe einmal... Da ist ein Auto. Und unter uns. Oder ist nur das Symbol zu rufen? Ich denke mal, es ist nur das Symbol, um das Auto zu rufen. Also springen wir mal lieber doch nicht von der Kiste runter. Von der Brücke runter. Von der Kiste. Das GRP-Paket holen wir uns jetzt nicht. Und, ah, cool. Hier drauf ist es. Was ist denn? Ist denn 16 Uhr. Okay, wir fahren. Und wo fahren wir denn hin? Da wir jetzt diese Mission abgeschlossen haben, schauen wir doch mal nach, was jetzt als nächstes ansteht. Jagdfieber wollte ich jetzt nicht machen. Vielleicht ein andermal. Das ist eine Menge Missionen. Herz der Finsternis ist schwierig. Suchen wir mal was. Enge Bindung. Suchen wir was Einfaches raus. Suchen Sie auf Ozans Farm nach Etzki. Ja, das machen wir. Das ist nicht schwer. Da werden wir dann auch die nächste Nebenmission bekommen. Wir schauen jetzt auch mal auf der Karte, wo das ungefähr ist. Also wir müssen genau andersrum. Ah ja, gut. Wissen wir Bescheid. Ja, dann werde ich wieder ein Stückchen fahren. Will hier noch jemand was kaufen? Ich mache hier in ein paar Minuten endgültig dicht. Endgültig? Das hat er schon mal gesagt. Aber wir schauen mal. Vielleicht hat er doch noch was Schönes, was man gebrauchen kann. Ja, Leute, dann hatte ich auch noch vor einiger Zeit ein separates Tutorial gemacht, wie man den Glitch im Spiel benutzen kann, um sich alles, was man verkaufen, kaufen kann, selbst vervielfältigt. Dadurch kann man sich auch ordentlich Geld machen. Und der geht leider nicht mehr. Das haben sie gefixt. Zumindest auch am PC geht es nicht mehr. Da bleibe ich aber am Ball, falls es was Neues gibt. Ja, handeln wir mal. So, das Ding kostet 13.617 Dollar, hat nur 1.200 Schaden, also ist das für mich
vollkommener Schwachsinn, das Ding zu kaufen. Was ich brauchen könnte, ist, eigentlich brauche ich es nicht, aber obwohl, Pfeile können wir mal kaufen, ne, schon voll. Spielstoffe, Gummi, Kabel, Stahlrohr, Schrauben nehmen wir alle. Stahlbolzen haben wir auch genügend. Können wir was verkaufen? Wir haben eigentlich 1300 Schaden und meine Macht. Ach, das haben sie alles geändert. Hallo Reisender. Früher war das so, vor einem gewissen Update, ich glaube Version 0.11 oder wie auch immer, da war meine Schrotflinte um einiges stärker und je döller ich hier meinen Rang ausgebaut hatte, umso stärker war der Waffenschaden. So, und der macht jetzt hier plus 60%. Nee, plus 50%. Nächste Stufe wäre plus 60. Schön, ein neues Gesicht zu sehen, statt immer nur dieselben. Aber wir haben leider keinen freien Punkt. Und dann war die Schrotflinte, ich weiß nicht, über 5.000, 6.000? Ich glaube, da war sie. Auf jeden Fall haben sie das alles ein bisschen entschärft. Meine Pistole macht jetzt knapp 500, die macht über 550 und der macht 3.800. Ich meine, das ist immer noch eine Menge, aber ich glaube, es war vorher einiges mehr. Kyle Crane, höchstpersönlich kommt in meinen Laden. Yeah, ich bin VIP, Motherfucker. Aber sonst hat der Typ hier nichts. Okay, hat sich natürlich wieder mal nicht gelohnt. Aber nicht schlimm. Entschuldigung, bin immer noch ein bisschen erkältet, aber es geht schon wieder. Ja, nach Ostern lag ich eigentlich ganz knapp 4 Tage im Bett. Das Bett gewühlt und konnte dann auch nichts machen und dann ging dann wieder die Arbeit los und da hatte ich auch keine Zeit, großartig was aufzunehmen. Ich schaue nochmal kurz auf die Karte. Verdammter Fluss. Also wir müssen mit dem Fluss. Das machen wir am besten hier. Und da ist schon wieder so ein Boomer. Den wollen wir nicht. Das sind auch eine Menge Fans. Ah, hier ist eine Straße. Schön, schön, schön. Brauchen wir nicht. Wir können auch Offroad fahren. Jawohl. Boom. Ja, ist es besser, wenn wir jetzt der Straße folgen oder einfach Kamikaze? Wir fahren aber mal Kamikaze geradeaus. Ja, noch bin ich noch nicht so gut bewandert in dem Umfeld hier. Also da, wo man natürlich oft war, da kenne ich schon die Wege. Noch diverse Abkürzungen, aber jetzt zum dem Bereich, wo man seltener ist, da fehlt mir natürlich noch die Kenntnis über die Karte. Vor allem, wenn man jetzt hier diese Straße, wenn ich nicht wie immer überall gegen donnern würde. Tja, die Menschen haben ja verschiedenste Skills. Ich weiß auf jeden Fall, meine Fahrerskills in Online-Games sind sehr, sehr mies. Aber hey, Hauptsache Spaß. Nochmal ein bisschen Gas. Haben wir genug Benzin? Ich glaube, der Verbrauch hat sich auch ein bisschen erhöht. Wow! Sorry, Leute. Ich bin nur Fahranfänger. Da ist wieder so ein Boomer. Oder der hat doller reingeguckt, als ich dachte. Machen wir mal hier Heilung und so. Hier schon wieder. Na? Was ist los? Wir haben einen neuen Plan. Oh, bestimmt. Du findest uns in der Nähe eines Tores, in der Mauer. Also ich musste extra wegfahren, nur dass sie mir sagen können, ey, komm wieder zurück. Hm. Das ist cool. Machen wir aber nicht. Wir wollten ja mal. Eieiei. Wir wollten ja zu unserem Date mit Etski. Beziehungsweise sie erstmal finden. Mann, Leute. Schaut mir bloß nicht zu beim Fahren, ey. Jetzt kann ich selbst fast kaum da hinschauen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich überall gegen donnere. Jetzt muss ich erstmal von dieser verfickten Brücke runter. Ich schau mal da vorne, ob da vorne ein Loch drin ist. Sonst darf ich wieder zurück. Nee, wir kommen hier runter. Irgendwo ist da auch wieder eine explodiert.
bisschen explodiert. Da war auch übrigens gerade ein Fan. Wow, 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 wow. Und obwohl ich gebremst habe. Na gut. So. Sind wir nicht schon da? Wir sind schon da. So, hier können wir das Auto stehen lassen. Ja. Das war ein Platzer. Ich verliere mein Schwert. Na. Wo ist es denn? Da ist es. Na komm, erstmal räume ich ein bisschen auf. Wenn mich so blöd von der Seite anwickst, der kriegt es mit mir zu tun. Obwohl, ich glaube, ich stecke da ein bisschen zu viel ein. Alter Falter. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass ich auch schwer spiele. Ey, gleich bin ich schon wieder tot. Gibt's doch nicht. So, erstmal hier hoch. Na, wie gefällt euch das? Ihr Mistmann. Oh, die Sonne geht auch gleich unter. Beeilen wir uns doch ein wenig. Und holen mal lieber Edzki ab. Oder suchen sie erstmal. Die ist ja irgendwie bockig weggelaufen. Ich weiß gerade, die Story ist zwar sehr gut, aber ich weiß es gerade leider nicht, wie die genauen Umstände waren. Das sind doch nicht Edzkis Freunde. Zu viele Verehrer. Alle wollen Edzki. Was ist er denn da? Ist er gestolpert? So, hier ist natürlich zu. Oh ne. Edzki! Wo bist du? Komm raus! Ich will nicht mehr Verstecken spielen. Wieso konnte er denn nicht hochklettern? Das ist ja sonst immer so geschickt. So, hier wird es ja wahrscheinlich auch nicht drin sein. Das ist bestimmt eigentlich immer, bei mir ist es eigentlich immer das letzte Haus oder die letzte Möglichkeit, wie auch immer. Es ist immer der letzte Schluss. Ich habe halt immer so ein Talent für alles. Aber das lässt mich nicht davon abbringen, weiter zu zocken. Ich sage ja Hauptsache Spaß. Hier muss sie doch irgendwo drin sein. Hallo. Tüdelü. Kommt da schon wieder irgendwelche dahergelaufenen Fans an. Ach komm, brenn. Brenn, wenn du willst. Wo... kommen die Fans. Der hat aber jetzt die Komplettbehandlung erhalten. Wenn der jetzt nicht happy ist, weiß ich auch nicht. Na komm! Kommt rein, wenn ihr es wollt. Aber tretet euch vorher die Füße ab. So, los aber Ruhe. Da ist sie nicht drin. Hätte mich auch gewundert. Die ist auch nicht drin. Nehmen uns aber das Mull mit, ne? Da wäre ein bisschen klein. Ich glaube, selbst für sie wäre das ein bisschen lütt. Da drin wird sie auch nicht sein. Oh. Gibt es hier vielleicht noch ein
Keller oder einen Dachboden und so. Weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich hier in irgendwelchen Körben oder Schränken verstecken will oder wird. Ah, siehst du? Da haben wir schon die Antwort. Ist ja klar, ne? Ist ja klar. Hm, ein schöner Bug.